willkommen zurück zu einer neuen epischen Folge God of War. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die göttlichen Menschen, die das erste Video bewertet haben. Wir machen weiter, wir sind zurück, wir sind immer noch auf der Jagd. Und Leute, denkt daran, es gibt ein Gewinnspiel, schaut dazu einfach nur bei Folge 1. Falls ihr nicht in eurer Abo-Box war oder ihr gar nicht Folge 1 irgendwie gesehen habt, schaut da mal rein, alle Infos zum Gewinnspiel. Jetzt geht's weiter. Die Jagd geht in Runde 2. Warte auf mein Zeichen. Ganz ruhig. Betrachte ihn nicht als ein Tier. Er ist einfach nur ein Ziel. Mach deinen Kopf frei. Ziele ganz ruhig und atme ein. Fester Stand. Ruhige Haltung. Ich kann das. Junge, du kannst das. Pass auf. So, und... Ich hab ihn! Gut. Guter Junge. Das ist mein Sohn. Ich bin stolz auf dich. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Und jetzt musst du ihn töten. Dein Messer. Nein. Bring es selbst zu Ende. Ich kann nicht. Verflucht! Okay, was habe ich hier? Alles klar, verstehe. Okay, hier unten sehen wir seine Munition. Na dann, Kleiner, schieß drauf! Oh Gott, Junge! Geht's dir gut? Irgendwie interessiert ihn das null. Ganz schöner Brocken. Ist mein kleiner Junge down? Schieß! Schieß, Junge, schieß! Oh, verdammt, noch eins! Ein Riesenbiest! Weil er groß ist, groß und böse! Wow, 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 wow! Er blutet schon ein bisschen. Alter, was für ein geiles Monster! Schieß, Junge! Schieß! Ja, du bist bereit, sehe ich. Okay, der ging daneben. Aber der ging durch. Der Kleine hält eine Menge aus. Ist ein robuster Junge. Also ich meine meinen Sohn, nicht den Troll. Vorsicht, Kleiner, Vorsicht, Vorsicht. Und wir gehen ran. Sehr cool, wie man die Verletzungen sieht. Sehr, sehr cool. Ah, komm hier drüben hin, du hässliches Riesenbaby. Oh, der hat gesessen. Achtung, 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 Junge. Ob wir den blocken können? Wow. Der ist mega im Rage gewesen.
Wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Ich glaube, mein Schild ist ein bisschen zu mickrig dafür. Sehr gut, Junge. Sehr gut. Alles klar. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Naja, mir geht's nicht so gut. Oh, komm schon. Zerleg ihn endlich. Sehr gut, Kleiner. Sehr gut. Yes. Alles klar, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Heilige Scheiße! Dir hab ich's gezeigt! Junge! Ich hab keine Angst vor dir! Du bist nichts gegen mich! Junge, sieh mich an! Sieh mich an, Junge! Junge! Sieh mich an! Erledigt! Du bist nicht bereit. Was? Im Ernst? Aber der Hirsch! Ich hab mich bewiesen! Ich bin bereit! Wir gehen nach Hause. Ich war lange schon nicht mehr krank. Ich kann das. Du bist nicht bereit. Ich bin bereit. Ich will nichts mehr von dir hören. Der Kleine ist ein richtiger Psycho, ne? Also eben gerade ist er ganz schön durchgedreht. Du bist nicht bereit, mein Freund. Ich erkenne es, wenn jemand bereit ist, und du bist absolut nicht bereit. Okay, wir haben ein neues Monster. Wir sammeln auch die Monster. Mann. Wo ist die Beute? Wo ist unser Hirsch? Wo ist der hin? Pulverisiert, zermatscht? Zu Brei geschlagen? Na gut, gehen wir heim. Der Move war verdammt cool. Jo, man merkt schon, die Kämpfe sind wirklich... Wir sind knackig. Es war knapp. Es war echt knapp. Okay, wir können jemanden betäuben. Ah, okay. Wir können auch die Waffe wegstecken. So langsam. Ah. Nice. Komm schon. Kann man ihn finishen? Leider nein. Tja, dann muss ich dich eben so aus dem Weg räumen. Ich stehe auf Gewalt. Je mehr, umso besser. Was ist das hier? Ein Siegel? Okay, Moment, hier drüben ein bisschen Kraut oder was auch immer das sein soll. Und was ist das? Kriegst die Türen immer noch nicht auf, hm? Sei still. Okay, wir können diese Türen nicht öffnen. Moment, Karte. Ja, eine Tür, die wir nicht öffnen können. Gut. Wenn wir die aber jetzt nicht öffnen können, bedeutet das nicht im Umkehrschluss, dass wir irgendwann hier nochmal hinkommen und sie dann eventuell öffnen können? Okay, es geht rund. Habe ich meine Waffe nicht?
Schieß, kleiner, schieß. Sehr gut. Das ist mein Junge. Oh, puh, Mann. Kann man eigentlich kontern? Schlag mal zu. Ja, das geht. Das Problem ist nur, wenn jemand von hinten angreift, ist es ein bisschen schwierig durchzuwechseln. Was war das eben gerade? Alter, irgendwelche Frostgeister! Was ist das denn? Schieß drauf! Alter! Junge, das liegt jetzt bei dir. Sehr gut. Okay, wie kann ich den hier besiegen? Muss ich immer wieder blocken und mein Junge erledigt ihn? Oder kann ich zuschlagen ohne meine Axt? Hey, hey, hey! Schön auf mich, Kumpel. Ich weiß. Ah, okay. Wir können auch ohne Axt. Sehr gut. Yes, Baby. Wer braucht schon Waffen, wenn er solche Fäuste hat? Und ich habe gesagt, du sollst still sein. Mit meiner Faust bin ich stärker als jeder Mann, der eine Waffe trägt. Was war das eben gerade? Irgend so ein Eisgeist. Ach, Moment, hier oben. Home, sweet home. Aber warum verbrennt ein Feuer Tollmutters Garten? Und seit wann kommt Draugar so nah ans Haus? Und was war das gefrorene Ding, das uns angegriffen hat? Ich weiß es nicht. Sei still. Und ich will es auch gar nicht wissen. Okay. Ich bin aus Griechenland hierher geschwommen, um Ruhe zu haben. Frieden. Neues Leben. Ich will nicht noch alles einmal durchleben. Nochmal Götter töten und irgendwelche gigantischen Kreaturen. Junge, ich bin alt. Alt und ausgebrannt. Ich bin müde. Ich habe beinahe die ganze Welt zerstört. Eigentlich sollte ich tot sein. Ins Haus, Junge. Ganz schön deprimierende Einrichtung, oder? Was? Was ist ungerecht? Du warst so zornig. Das Ding wollte uns töten. Und du bist auch wütend im Kampf. Zorn kann eine Waffe sein. Wenn man ihn kontrolliert. Nur dann. Aber du kannst das nicht. Verliert man... Ich war lange nicht mehr krank. Ich fühle mich besser. Na schön. Dann los jetzt.
Ich soll dich schlagen? Du sollst es versuchen. Au! Warum? Versuch's nochmal. Was soll das? Zu langsam. Versuch's nochmal. Hör auf! Schwach. Nochmal. Nochmal. Hör auf! Nochmal! Dein Zorn. Er überwältigt dich. Das wird ein schwerer Weg. Und du, Atreus, bist einfach nicht bereit. Was war das? Still. Los, komm raus! Verstecken bringt dir nichts mehr. Ich weiß, wer du bist. Was will der? Kennst du ihn? Und viel wichtiger, ich weiß, was du bist. Junge, unter den Boden. Los! Aber ich darf doch da nicht runter. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Wovon redet er? Ich weiß es nicht. Rein da. Sag mir einfach, was ich wissen will. Die Sache muss nicht blutig enden. Ich dachte, du wärst größer. Aber du bist es, eindeutig. Weit weg von zu Hause, oder? Was willst du? Oh, du kennst die Antwort darauf doch bereits. Was immer du auch suchst, ich hab es nicht. Du solltest gehen. Und ich glaubte, dass euer Volk so aufgeklärt wäre. So viel besser als wir. So viel schlauer. Und doch versteckst du dich hier draußen im Wald. Wie ein Feigling. Diesen Kampf willst du nicht. Oh. Oh doch, ich denke schon. Verschwinde von hier. Du musst mich schon töten, damit das passiert. Ich hab dich gewarnt. Endlich. Du wolltest nicht hören. Nein. Ich bin dran. Wirklich unglaublich enttäuschend. Na dann komm. What the fuck? Sinnlos. Okay, du willst mehr davon, ja? Holy shit! Du langweilst mich. Holy shit. Alter, der Typ ist krass. Jetzt Zeit, dass wir die Axt rausholen. Ich geb mir Mühe, ja? Ich bin alt, ich bin ein bisschen eingerostet. Aber mit dir werde ich noch fertig. Junge! Willst du das wirklich? Willst du wirklich diesen Kampf? Na los, jetzt mach schon! Ganz schöner Brocken. Gott verdammt, gehst du mir auf die Eier! Ah.
Sag, was ich wissen will. Der Schmerz hört auf. Ganz einfach. Wieso sind da drin zwei Betten? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Schlag ihn zu Brei. Verschwinde von hier. Etwa einen wunden Punkt getroffen? Alter, die Kämpfe sind fett, Alter. Wir sind ultra fett. Den versteckst du. Langsam und alt. Du hättest nicht nach Midgard kommen sollen. Na, willst du es nochmal versuchen? Ja, du redest zu viel. What the fuck? Na schön. Vielleicht redet ja derjenige mit mir, den du da im Haus versteckt hältst. Alter, ich bin wieder da. Spartas Wut. Yeah, baby. Jetzt gib ihm. Wer ist es? Wen soll ich nicht finden? Find mir's heraus. Okay, Runde 2, ha? Huh? Und jetzt bin ich richtig wütend. Zieh's dir rein, Alter. Sinnlos. Jetzt hast du dich mit dem Zorn Spartas angelegt. Du langweilst mich immer noch. Was Na komm doch. Was bist du, ein Clown? Ich werde dir so hart die Fresse einschlagen. Okay, ich denke mal, mein Junior hat dieselben krassen Fähigkeiten. Komm her, du! Alles klar, sieht nicht gut aus, Alter. Oh, wow! Alter, das war ein Fight. Okay, wie es scheint, wurde ich eben gerade aus dem Ruhestand geholt. Es wartet Arbeit. Es wartet verflucht viel Arbeit auf uns. Was meint ihr? Ist er noch am Leben? Oder Brei. Tja, ich könnte mir gut vorstellen, tot. Na gut, alter Mann. Wo willst du hin? Der Mann ist total fertig. Kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Willst du etwa schon gehen? Als Odin mich hierher geschickt hat, brauchte ich bloß Antworten. Aber du bist einfach zu stark. Schleudere, was du hast auf mich. Ich
werde nicht aufhören. Der alte Körper wird versagen. Aber bevor ich es zu Ende bringe, solltest du eines wissen. Ich spüre überhaupt nichts hiervon. Scheiße, Mann, ich brauche ein Upgrade. Ich brauche definitiv ein Upgrade. Du hast es mit deinen eigenen Augen gesehen. Du kannst mir nichts tun. Nichts kann das. Dieser Kampf ist sinnlos. Deine Gegenwehr ist sinnlos. Es hätte nicht so weit kommen müssen. Jämmerlich. Du kannst nicht siegen. Ich spüre gar nichts. Aber du fühlst alles. Und doch gibst du nicht auf. Ich bin nicht mein Bruder. Und hättest du mir gegeben, was ich wollte, hätte es nicht so enden müssen. Aber nein. Bringen wir das hier zu Ende. Enthaupt ihn oder sowas. Hält er wenigstens die Fresse. Du kannst mich nicht besiegen. What the fuck? Komm schon! What the... Alter, der macht mich ja gerade ganz schön fett, der Junge. Gar nicht. Oh, Kacke, 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 Kacke. Oh, Gott verdammt. Komm schon, Kratos. Erbärmlich. Ich glaub an dich, alter Mann, ich glaub an dich. Mach dich fertig! Komm schon, alter Mann! Gib's ihm! Wow, 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 das ist ein ewig langer Bosskampf irgendwie, ne? Sehr gut. Jetzt hau ihm ordentlich aufs Fressbrett. Scheiß auf Odin. War doch so klar, dass Odin irgendwie kommen wird. Wir haben es alle gewusst, oder? Wir haben es alle verfickt noch eins gewusst. Oh Gott. Er macht mich hier wirklich rund. Ja, aber ich fühle eine Menge. Reiß ihm den Schädel runter. Ich hatte gehofft, dass du mich im Gegensatz zu meinen anderen Gegnern endlich etwas fühlen lassen kannst. Doch kannst du nicht. Alter, so viel zum Thema. Kein Blut. Kein Blut. Oh, ich bin am Ende. Wer war er? Wie es weitergeht? Kannte er meine Vergangenheit? Wie haben sie mich nach all der Zeit gefunden?
Wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Danke fürs Zusehen und tschüss!